Jo Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Minecraft Trust, wo, ja, sagen wir mal ein neues Projekt, ne? Also, oh cool, ein Schneemann, ein Schneemann. So, das Problem ist jetzt aber, ich habe kein Essen. Die Frage ist halt, ob ich Essen nehmen darf. Ach, die nette Frage. So, wir sind halt jetzt im Aufbau unseres schönes Gebäude, ne? Und zwar ein neues Projekt mit vielen Leuten, die ich jetzt neu kennenlernen werde. Soweit ich weiß, mit Game Master Pro und Super LP und Marcel noch was und was weiß ich. Ich glaube so in etwa. Also ich habe sie erst neulich, oh mein Gott, da waren Creeper. Ich habe sie halt erst neulich kennengelernt. Ich denke mir so, ja okay, cool, die sind echt fresh. Das sind auch echt frische Leute und ich denke mal, ich baue mir mal was Schönes, ne? Also, so, jetzt ist die Frage, was baue ich mir denn Schönes? So, Akazienholz, echt awesome. Ist das Akazienholz? Boah, Akazienholz, Alter. Ich brauche die Setzlinge auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Wow, okay. Katzenholz, mega krass. Also, ich glaube, das gehört ja eh keinem. Außerdem sind die Bäume ja eh jedem. Also, gehe ich mir noch hinaus. Nein, ich komme da nicht ran. Schade. Dann machen wir es einfach so. Ich krieg einen Katzen-Säbling. Und wir bauen, wenn es geht, oben das Haus, was wir da bauen, einfach oben drauf, hier auf dem Hügel. Ich glaube, das ist dann vielleicht gar kein Problem. Wer weiß, mal sehen. Wenn das ein Problem ist, dann muss ich das leider umändern. Kann man leider nichts dran machen, aber es sieht echt awesome aus. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Fläche ist oder nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es gar kein Fläche ist, weil hier ist ja nichts, null, ne? Und hier ist lol. Hier sind ja Sachen. Okay, ich glaube hier oben ist einer. Mann, ich bin total verwirrt gerade. Ich kann auch hier machen, mir egal. Was hier einer macht, kann ich mir kaum vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wer das hier jetzt war. Ja gut, kann auch hier da hinten was machen. Aber ohne zu sterben, wenn es geht. So. Ich glaube, wir gehen einfach gegenüber. Und sorry, dass ich halt hier also eine lange Zeit keine Aufnahme gemacht habe. Das ist wegen der, ja, das ist jetzt wegen der Schule, die ich jetzt zurzeit habe. Und da habe ich sehr wenig Zeit. Ich komme dann nach Hause und bin dann direkt fertig. Denke mir so, boah. Ich möchte eigentlich noch aufnehmen. Aber da gibt es immer dieses Gefühl. Oh Gott. Ey, ich sterb ja gleich. Das ist echt nicht gut. Das kann echt nicht Gutes bedeuten. So. Da hat man eigentlich. Da hätte ich eigentlich schon Bock, was aufzunehmen, aber nicht, wenn ich krank bin oder wenn ich halt sehr spät nach Hause komme und klappt. So, ich hätte schon Bock,
Nur das Problem ist halt, ich bin direkt platt, kann echt nichts mehr und hab wenig Zeit und dies und das alles. Ich werde halt versuchen, noch weitere Videos zu machen und Call of Duty mal gucken, wie es mit Call of Duty dann weitergeht. Ich habe zurzeit jetzt auch ein paar Kampagne ein bisschen durchgezockt und ich muss echt sagen, das ist echt was draus geworden. Es ist richtig awesome, das Gameplay. Also ganz ehrlich, das ist eigentlich ein cooles. Das ist eigentlich ein cooles Kampagnenspiel. Also echt coole Story. Ich habe halt ein paar Story schon mal gezeigt, halt nur nicht die von MW2 und MW3. Aber von Black Ops 2 habe ich einmal gezeigt. Da fand ich die ein bisschen langweilig, aber ich fand das mit diesen Flügeln oder wie das heißt. Ich weiß nicht, diese Suits. Wingsuits heißen die oder so. Da war das einmal und Ghost habe ich auch angefangen zu zocken, aber ich kam dann nicht dazu, das dann zu beenden. Fand ich auch sehr geil, aber ich weiß jetzt nicht, wie es bei MW2 oder MW3 war. Also MW2 habe ich auch gehört, das war jetzt echt cool. Vor allem bei MW2 fängst du an, soweit ich weiß, fängst du an mit wie heißt das nochmal? Bergklettern, genau, sorry. Bergklettern, so. Du kletterst den Berg hoch und dann halt voll viel Action. Du kletterst erstmal den Berg hoch. Das ist das Coolste eigentlich, finde ich. Und dann kommen da halt voll viele Gegner. Bis zum Flughafen, glaube ich sogar. Bei den Russen, bei den Spessners. So halt. Und ganz später mit dem Jetski fahren und alles drum und dran. Ich finde, ja, Black Ops 1 Story weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so geil ist. Ich bin jetzt leider nicht so ein Kampagnenzocker, aber ich habe mir erstmal so gedacht, ja, Advanced Warfare, bestimmt ist die Kampagne geil. Guck mal, also die hat mich schon ein bisschen vom Hocker gehauen. Also das ist eigentlich echt cool. So eine Kampagne zu spielen, aber ist ein bisschen easy. Vor allem wie die Technik vorgeht und vor allem Kevin Spacey ist da drin, ne? So ein Badass, ey, ohne Spaß. Richtig. Und wieder. Naja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist echt hart, wieder was der einen rausreißt, ey. Das ist cool, ist halt, dass er uns hier so einen Arm, schönen Arm gibt. Ne? Ich glaube, ich habe das schon gespoilert, kann das sein, weil die Folge ist gar nicht draußen. Scheiße. Ja gut. Kevin Spacey, das wisst ihr. Und Kevin Spacey. Alter, das Wasser, ne? Ich muss hier doch schön. So, ja, okay. Das einzige, was noch gut fehlt, ne, ist ne? Hat man ja ganz vergessen, diese eine Hacke, genau. Boah, ich vergesse schon den Namen. Ey. So. Müssen wir uns eine Hacke bauen, weil wir Essen brauchen, Nahrung. Schnee brauchen wir, glaube ich, auch, ne? Ah, shit! Egal. So, gut. So, ein bisschen außen herum. Boah, ich hasse diesen Schnee, ne? Warum muss es Winter sein? So. Bisschen Gras noch. Bisschen Unkraut zupfen, ne? Super. Ja, auch noch Unkraut zupfen. Ein bisschen Schnee weg. Unkraut zupfen. Ein bisschen Schnee weg.
Ich hasse diese Eiszeit, ey. Man muss die ganze Zeit Schnee hier wegmachen und lol, ich bekomme hier verschiedenes Material. Sand, Kies. Nö. Muss hier mal Wasser aufmachen. Sonst vertraut man es hier. Vor allem, warum geht das kaputt? Ich habe doch jetzt gerade Flüssigkeit aufgemacht. Also jetzt gerade das Wasser. So. Das müsste jetzt aber auch echt feucht bleiben. Ja, das bleibt halt nicht feucht. Bleibt halt nicht mal feucht. So. Es müsste eigentlich reichen fürs Essen her. Die Dinger noch. Das brauche ich nicht. Also die eine kleine Ecke ist ja irrelevant, ob man die machen muss oder nicht. So, da muss ein bisschen, da auch. Ja, das Kies ist nicht so schön. Da kann ich auch nichts anpflanzen. Aber hier so ein bisschen. So ein bisschen. Super, und damit war es dann auch mit der Folge. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Projekt wird euch noch gefallen. Es sieht erstmal so danach aus. Ein Projekt. Neuanfang, Beginn wieder. Ja, neues Beginn, neues Kapitel, keine Ahnung. Das andere Let's Play kommt natürlich auch parallel dazu. Und ich danke vielmals fürs Zuschauen. Und würde mal sagen, haut rein, Leute. Ciao.